wie Sie Gespräche dominieren und in Meetings überzeugen. Werden Sie zu wenig gehört und geschätzt? Oder sind Sie einfach eine der stillen Personen, so eine introvertierte Person? Oder wollen Sie einfach öfter glänzen? Erfahren Sie, wie Sie das in kurzer Zeit erreichen können mit der neuen Methodik der Manipulatorik. Warum können sich manche Menschen nicht durchsetzen, insbesondere in Meetings? Ja, meistens liegt das an zwei Dingen, an passiver Kommunikation und zu wenig Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Punkt 1, geringes Selbstbewusstsein. Das resultiert vor allen Dingen aus Erfahrungen aus der Vergangenheit. Das waren Misserfolge, dort wurde man zu sehr kritisiert und ist zu oft auf die Nase gefallen mit bestimmten Dingen. Und das schwächt natürlich unser Selbstbewusstsein und unser Selbstwertgefühl. Punkt 2, passive Kommunikation. Die resultiert meistens aus dem Wunsch, Konflikten aus dem Weg zu gehen, ein gewisses Harmoniebedürfnis, das man hat, dass man Streit vor allen Dingen und Konflikte vermeiden möchte. Und es hat auch wieder zu tun mit zu wenig Selbstbewusstsein. Passive Kommunikation bedeutet in der Regel einfach, sich zurückzuhalten, die anderen reden zu lassen und nach vorne sich drängen zu lassen und selbst das Licht unter den Scheffel zu stellen. Keine gute Idee im Business. Wer ständig schweigt und quasi zu allem Ja und Amen sagt, alles abnickt, der wird weder von Kollegen noch von Chefs wirklich respektiert und ernst genommen. Und das ist damit keine gute Idee, um im Business voranzukommen, Karriere zu machen oder vielleicht auch als Selbstständiger oder Unternehmer sich durchzusetzen. Diese Stillen werden oft nicht respektiert und das tatsächlich zu Unrecht. Denn das führt dazu, dass Narzissten und Wichtigtuer, Silberrücken, Uga Uga, sie überrollen und nicht zu Wort kommen lassen und immer weiter in den Hintergrund drängen. Das heißt, die Spirale geht insgesamt für diese Menschen nach unten. Das müssen wir ändern. Wie Sie Gespräche dominieren, in Meetings gut dastehen und sich durchsetzen. Wollen Sie mehr Respekt bekommen, dann müssen Sie sich Gehör verschaffen. Ohne Gehör kein Respekt. Mit Selbstbewusstsein, einem Know-how aus der Kommunikation und entsprechenden Kommunikationstechniken werden Sie sich in Zukunft mehr durchsetzen. Das alles haben wir zusammengepackt in der Manipulatorik und gehen jetzt auf den Lösungsweg, wie Sie mehr Selbstbewusstsein aufbauen. Drei einfache Methoden, Ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Erstens positive Selbstgespräche. Der Mensch, mit dem Sie am meisten sprechen, sind Sie selbst. Bis zu 20.000 Gedanken rauschen jeden Tag durch unseren Kopf und ganz viele davon haben mit Selbstgesprächen zu tun. Sind die eher positiv unterwegs, beeinflussen Sie sie tatsächlich positiv. Sind Sie da eher negativ unterwegs, dann beeinflussen Sie sich negativ. Ihr Selbstbewusstsein leidet unter Ihnen selbst. Nutzen Sie, wenn Sie negative Gedanken haben, negative Selbstgespräche führen, die sogenannte Stopp-Methode. Mit der Stopp-Methode können Sie solche Dinge einfach unterbrechen erstmal und damit wächst die Chance, dass Sie vom Negativen ins Positive rüberkommen. Immer dann, wenn ein negativer Gedanke auftaucht, Sie ein negatives Selbstgespräch führen, wo Sie mit sich selbst nicht gut umgehen, so nach dem Motto, hätte ich das mal wieder anders gemacht, ja, ich habe es ja gewusst, dass das nicht klappt, dann sagen Sie leise oder laut gerne Stopp. Und ändern Sie den Gedanken in einen positiven oder neutralen Gedanken. Jedenfalls unterbrechen Sie ein negatives Selbstgespräch. Das hilft auf Dauer gesehen, Ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Zweiter Punkt, Erfolgsjournal. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, ist es aber gar nicht. Wenn Sie es hinbekommen, jeden Abend 5 bis 10 Minuten in ein kleines Journal, ein Büchlein oder auch Ihr Tablet zu schreiben, was Sie an diesem Tag an guten Dingen erlebt haben und was Sie gut gemacht haben, was Sie als Erfolg verbuchen können. Die Betonung liegt hier auf jeden Tag. Manchmal sind es ein paar Dinge, 5, 6, manchmal ist es nur eine Sache. Egal. Notieren Sie diese Dinge und auf Dauer gesehen wird sich dort ein positiver Effekt für Sie ergeben und Ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt. Dritter Faktor, Körpersprache und Sprache. Sie können sich selbst sehr positiv beeinflussen. Das Ganze geht auch über Ihre Haltung, also rein körpersprachlich. Und das ist jetzt tatsächlich ernst gemeint. Ich gebe Ihnen 2 geniale Tricks mit, die helfen, Ihren Zustand von neutral oder negativ sofort auf positiv zu bringen. Das erste nennt sich Power Posing. Das bedeutet, dass Sie alleine durch eine Körperhaltung, die man einnimmt, wenn man sich freut, wenn man erfolgreich ist, Ihr Gehirn beeinflussen können und damit Ihr Selbstbewusstsein steigen lassen. So sieht ein Power Posing aus.
Halten Sie dieses Power-Posing eine Minute und Sie werden gewisse Veränderungen bemerken. Ich erkläre Ihnen das noch an einem zweiten Effekt. Das ist der sogenannte Facial Feedback-Effekt. Wenn Sie etwas quer in den Mund schieben, dann wird das mit dem Sprechen zwar schwierig an dieser Stelle, aber Sie haben jetzt eine Funktion, die Sie zum Lächeln bringt. Der Stift quer im Mund bewegt Ihre Mundwinkel nach oben, also lächeln Sie. Unserem Gehirn ist es relativ egal, ob wir lächeln, weil es uns gut geht, oder ob es uns gut geht, weil wir lächeln. Das ist die Feedbackschleife. Und die Muskelbewegungen des Lächelns bewirken, dass das Gehirn sagt, oh, ihr oder ihm muss es gerade gut gehen. Und schon steigt Ihr Wohlbefinden und damit auch Ihr Selbstbewusstsein. Power Posing und Facial Feedback. Zwei Dinge, mit der Sie sich positiv beeinflussen können, rein durch Bewegung oder Haltung. Überzeugen Sie durch aktive Kommunikation. Wenn das Thema Selbstbewusstsein einmal am Wachsen ist, wenn Sie dort weiterkommen, dann ist ein wichtiger Baustein gesetzt. Jetzt kommt das Thema aktive Kommunikation. Drei einfache Methoden. Aktives Zuhören. Aktives Zuhören bedeutet einfach, dass Sie Dinge, die ein anderer von sich gibt, selbst wiedergeben. Sie fassen das zusammen, Sie wiederholen das, Sie nicken ab und zu, Sie geben Zustimmung und Sie stellen vor allen Dingen immer wieder auch Verständnisfragen von Ihrer Seite. Das bedeutet zwei Dinge. Zum Ersten, Sie hören genauer zu, das zollt dem anderen Respekt. Und zum Zweiten, Sie bringen sich in das Gespräch ein und können beim Wiederholen von bestimmten Dingen auch noch die Worte Ihres Gegenübers benutzen und die Methode des Spiegelns ausnutzen. Sie machen sich ähnlich und Ähnlichkeit macht sympathisch. Aktives Zuhören zollt Respekt. Nutzen Sie das und Sie werden mehr Gehör finden. Und Sie bringen sich immer mehr ins Spiel, weil Sie aktiv dabei sind. Punkt Nummer 2, immer klar und deutlich sprechen. Bedeutet auch, dass Sie ganz bestimmte Dinge vermeiden. Zum Beispiel Weichspüler. Das schrumpft Ihre Klarheit wieder ein. Damit machen Sie das Ganze unverbindlich und vielleicht und eventuell möglicherweise, wenn Sie Konjunktive verwenden, wir könnten, wir sollten, wir müssten, all diese Dinge sollten Sie weglassen. Kommen Sie klar auf den Punkt, wenn Sie sprechen, wenn Sie das Wort anheben, dann wirkt das Ganze nicht nur kompetent, sondern es erzeugt auch hohe Aufmerksamkeit und man hört Ihnen zu. Kleines Beispiel, der Unterschied wird jetzt hörbar. Vielleicht sollten wir die Entscheidung noch vertagen, bis die wichtigen Informationen noch eingeholt worden sind. Lasst uns doch einfach darauf warten. Oder lasst uns die Entscheidung vertagen, bis die entscheidenden Infos vorliegen. Sie merken natürlich auch, dass das eine andere betont ist als das andere, eine andere Satzmelodie hat. Das ist natürlich auch ein Faktor, der Ihnen hilft, nämlich entweder in der Sprache die glaubhafte Stimmführung zu wählen oder in der Sprache die zugängliche Stimmführung zu wählen. Im zweiten Fall war es glaubhaft. Also glaubhaft heißt auf den Punkt gesprochen, klare Aussagen, kurze Sätze und damit stehen Sie ganz anders da. Das zugängliche Sprachmodell bedeutet, dass Sie eher melodisch sprechen, so wie ich das jetzt tue und dass Sie damit auch Sympathie aufbauen und ähnliche Dinge unterstützen. Immer dann, wenn Sie etwas von anderen wollen, nutzen Sie automatisch das zugängliche Stimmmuster, also viel Melodie. Ich hätte gern was von Ihnen. Punkt Nummer 3, Augenkontakt und Mimik. Wenn Sie mit Menschen sprechen oder in einem Meeting sitzen, dann schauen Sie Ihren Teilnehmern immer wieder in die Augen, auch dann, wenn Sie nicht sprechen. Insbesondere dann, wenn Sie sprechen, tun Sie das natürlich. Wenn dort mehrere Personen sitzen, dann schauen Sie abwechselnd den unterschiedlichen Personen mit so einer Abnickbewegung, das nennt man auch Abnicken, in die Augen. Immer kurz, aber klar und deutlich und das mit fester Stimme unterstützt. Das erzeugt den Eindruck von Selbstbewusstsein und das ist der erste Schritt dahin, dass Sie selbstbewusster werden. Wie setzen Sie jetzt positive Manipulation ein? Das, was jetzt kommt, ist für echte Überzeugungskünstler. Nutzen Sie also positive rhetorische Manipulation. Das bedeutet nicht, dass Sie andere Menschen täuschen, sondern dass Sie Manipulations-, Bewegungs-, Überzeugungstechniken einsetzen, um Menschen von Ihren Anliegen zu überzeugen und ihnen zu helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Manipulation findet ja jeden Tag tausendfach statt, durch die Medien, durch die Politik und viele andere Dinge, Werbung etc. Nur Sie selbst nutzen sie noch nicht. Zeit, das zu ändern. Beeinflussungsfaktor 1, Lob und Anerkennung. Wer darf Lob aussprechen in den Köpfen der Menschen?
Das dürfen in der Regel solche Personen, die etwas höher stehen und kompetenter sind. Sprechen Sie also gerne in Meetings öffentlich immer wieder mal ein Lob aus für den Beitrag eines Kollegen, für das, was der Chef gerade kundgetan hat. Tun Sie das durchaus zurückhaltend, aber verzichten Sie nicht darauf. Sprechen Sie Lob aus und Sie werden in den Augen der Teilnehmer automatisch in Ihrem Selbstwertgefühl nach oben gezogen und respektiert. Beeinflussungsfaktor Nummer 2, gemeinsame Interessen finden und betonen. Wenn Sie gemeinsame Interessen der gesamten Gruppe herausfinden und diese immer wieder betonen, dann bauen Sie eine gute Beziehungsebene auf. Also Sie machen sich nicht nur sympathischer an dieser Stelle, ich gehöre zu euch und habe die gleichen Werte wie ihr, sondern Sie betonen die Dinge, die meistens nicht betont werden. Was vereint uns denn? Was haben wir gemeinsam? Und schon folgen Ihnen Teams und Gesprächspartner öfter und der Respekt der Führungskräfte in diesen Meetings für Sie steigt. Beeinflussungsfaktor Nummer 3, geschickt fragen. Stellen Sie einfach immer wieder kluge Fragen an Teilnehmer des Meetings, denn Fragen aktivieren andere Personen. Aktivieren Sie andere Personen durch Ihre klugen Fragen, dann bedeutet das, dass Ihre Kompetenz in den Augen der Teilnehmer steigt, denn man geht auf Ihre Fragestellungen ein und liefert Antworten. Und damit reagieren die meisten in solchen Meetings positiver auf Ihre Vorschläge und Ideen. In der Manipulatorik haben wir das zu einer Gesamtmethode ausgebaut und die nennt sich die Interviewstrategie. Geklaut ist das Ganze von den Medienprofis, denn ich war lange in Fernsehen und Hörfunk unterwegs und ich kann Ihnen sagen, die wissen wirklich, wie man das Ganze mit Interviewings und Fragetechniken gut beeinflussen kann. Nutzen Sie das für sich. Diese Techniken und Methoden sind schnell erlernbar und noch schneller umsetzbar. Es geht recht einfach. Sie bauen Ihr Selbstbewusstsein damit auf und verbessern Ihre aktive Überzeugungskommunikation. Neu die Methodik der Manipulatorik. Nutzen Sie Manipulatorik, um in Meetings besser dazustehen, zu glänzen und endlich das Gehör zu finden, das Sie verdienen. Mehr dazu in meinem neuen Buch, das Manipulationsbuch der Rhetorik, für Chefs und Unternehmer endlich überzeugen und zwar ohne Gedöns. Sie finden es bei Amazon.